Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörnerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Undertale auf meinem Kanal. Wie bereits in den Kommentaren unterm ersten Part angekündigt, müsste der Ton jetzt ein bisschen besser sein. Immer noch nicht perfekt, aber besser. So, in der letzten Folge gab es einiges. Und zwar... Gleich den ersten Encounter heißen. Snowdrake. Ich lache. Scheiße. Man muss bei dem eigentlich lachen, aber man sollte vielleicht warten, bis er einen Witz erzählt hat. Ein Joke. Hahaha. Ja, der war gut, ne? Ich weiß zwar nicht mal, was ich gesagt habe, aber hey. Boah. Ja, kann der mal einen Witz erzählen? Ich will lachen, damit ich dann hier... Ja, dann sag doch mal einen Witz. Bist du dumm oder so? Alter, ich komme gerade nicht auf den Gegner klar. Oh Gott, hab grad kurz nicht drauf geachtet. Glück, was? Release its own name, it is a pun. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Yay. Ich habe über den tollen Witz gelacht. Spare. Yay. Gut. Im letzten Part haben wir Sans getroffen, seinen Bruder Papyrus, den Menschenjagdfanatiker, kurz gesehen. Und vorher hatten wir den ersten Bosskampf gegen Toriel, bei dem ich ein bisschen was an Items gebraucht habe. This is a box. You can put an item inside or take an item out. The same box will appear later, so don't worry about coming back. Sincerely a box lover. Das heißt, das hier ist einfach eine Art Lagertruhe, wo man Sachen... Was ist das? Ich tu mal meinen Stick weg. Ich meine, wozu brauche ich den? Dann guck ich, was zur Hölle das ist. Angriff 5. Ist stärker als das Toy Knife, auch wenn ich eher nicht kämpfe, weil, ne, Pazifisten Run. Und ich habe ein bisschen Angst. Vor allem, es gibt sogar einen bestimmten Wert im Spiel, der wird zufällig ausgesucht. Man kann nichts dafür tun, wenn der passt. Ne, dann hätte ich hier eins von zwei Events bekommen können. Ein ultra seltenen Soundtest mit Musikstücken, die es nicht ins Spiel geschafft haben. The fishing rod affixed to the ground. Rail it in. All that's attached to end is a photo of a weird looking monster. Komm. Ja, denk einfach ein Foto dran. Und eine Nummer, die man anrufen soll. Yay. Gut. Also. Hier könnte eins von zwei Events auftreten, die mit einem speziellen Charakter zu tun haben. Ich hoffe, dass ich zumindest eins, denn es gibt noch mehrere. Ich hoffe, dass ich zumindest eins dieser Events noch bekommen werde. Jetzt helfen wir kurz. Aufheilen. Ignorieren. Ja. Okay, geht. Weiter ignorieren. Er wird mich auch ignorieren. So wie ich seinen... Oh, Kacke.
Tschüss. Dann. Warum gehe ich jetzt weg? Ich wollte saven. Ja, immer noch die praktische Form der Lampe aus dem letzten Part. Die beeindruckt mich immer noch. Hi. So, as I was saying about Undyne. Zuckungen. Sans, oh my god, is that a human? Actually, I think that's a rock. Da hinter mir. Oh. What's in front of the rock? Oh my god, is that a human? Yes. Oh my god, Sans, I finally did it. And I will. I'm gonna be so popular. Ahem. Human, you shall not pass this area. I, the great papyrus, will stop you. I will then capture you. You will be delivered to the capital. Then. I'm not sure what's next. In any case, continue only if you dare. Well, that went well. Don't sweat it, kid. I'll keep an eye socket out for you. So, das war eine tolle Diskussion. Papyrus hat erst gedacht, er hat mich entdeckt, aber er hat nur den Felsen hinter mir gesehen. Aber dann hat Sans ihn drauf aufmerksam gemacht, was vor dem Felsen ist. Nämlich ich. Ja, und jetzt sagt Papyrus, er wird mich fangen und ich soll nur weitergehen, wenn ich wirklich bereit bin. Hi, dich hatten wir schon mal. Mit dem. Ich ignoriere dich. Eiskalt! Ja, ich bin fast so toll wie Snowdrake. Oh mein Gott, der Ausweichmeister. Ich weiß jetzt schon, dass ich später in dem Spiel noch leiden werde. Hier hätten wir der Some Narration on this Cardboard Box. You observed a well-crafted sentry station. Who could have built this, you ponder? I bet it was that very famous Royal Guardsman. Note, not yet a very famous Royal Guardsman. Wer könnte das nur gewesen sein? Sicher nicht Papyrus. Oh. Absolutely no moving. Ja, man muss aber laufen. Und da ist, Did something move? Was it my imagination? I can only see moving things. If something was moving, for example, a human, I make sure it never moves again. Doggo blocks the way. Pet. Too suspicious. Don't move. Ja, das ist das Besondere an diesen Attacken. Mal checken. Easily excited by humans. Und Hobbies include Squirrels, also Eichhörnchen. Das Tolle an blauen Attacken wird einem hier beigebracht. Wenn eine blaue Attacke kommt, darf man sich nicht bewegen. Bei einer orangenen Attacke muss man sich bewegen, dann nimmt man keinen Schaden. You pet doggo. Er rastet aus. Help me pet. Pet. Kann ich? Ja, ich kann aufhören. Das war leichter als ich, noch leichter als ich dachte. Something petten. Something that isn't moving. I'm gonna need some dog treats for this. Tschüss. Hier liegen schon Hundekuchen. Someone's been smoking dog treat. Anna, er raucht Hundeleckerlis. Hi, Sans. Hey, here's something important to remember. My brother has a very special attack. If you see a blue attack, don't move and it won't hurt you. Here's an easy way to keep it in mind. Imagine a stop sign. When you see a stop sign, you stop, right? Stop signs are red. So imagine a blue stop sign instead. Simple, right? When fighting, think about... Jetzt noch schön in Gelb! Willst du mich verwirren, oder was?
about blue stop signs. Sans ist mal wieder der Troll-King, aber er hat kurz zusammengefasst eben, dass die blauen Attacken einen nicht verletzen können. Ich werde das Schild lesen. Oh, das ist ein Wegweiser. Im Norden gibt es Eis, im Süden gibt es Eis und im Westen gibt es Eis. Ah ja, und im Osten ist Snowden Town und Eis. Oh, Lesser Dog. Der niedrigere Hund. Ich habe viel Auswahl. Autsch. So, hier, ich könnte ihn eventuell schon verschonen, aber das wäre nicht so witzig. Er ist bereits... Gott, das war schlecht. Ich muss ihn weiter streicheln. So muss man da ausweichen. Günther spielt sich langsam ein, Leute. Er war ein guter Hund. Begeisterte Geräusche. Und ihr merkt, jedes Mal, wenn ich ihn streiche, wird sein Hals länger. Ja, wenn man mal weiß, wie es geht. Beim ersten Mal wird man da vielleicht getroffen, aber... Oh mein Gott, er greift nicht mehr an. You have to jump up to Pet Dog. Ich muss springen, um ihn zu streicheln. Ich schaffe es nicht mehr, ihn zu streicheln. Er wird trotzdem über mehr Dings. Mir fehlt einfach das deutsche Wort gerade. Excited. Aufgeregt. Er hat gerade ein Flugzeug gesehen. Da ist kein Weg, es zu stoppen. Was soll ich nur machen? Er erreicht die Wolken. Er kann mich nicht mehr hören. Ein weit entferntes Kläffen. Er kommt zurück. Ja, ich kann ihn wieder erreichen. Das ist ein Undertale Easter Egg, Leute. So funktioniert das. Ja, ich habe ihn wieder gestreichelt. Weiter. Das ist ein bisschen komisch. Leute, jetzt wisst ihr, was Undertale ausmacht. Weiter. Los. Möglich, dass ich ein Problem habe. Immer noch. Wie lange geht's noch? Ich wollte nicht checken. Lesser Dog is lowering. Okay, lowering kenne ich gerade nicht das Wort, sorry. Los! Ich weiß, dass ich eventuell ein Problem habe. Weiter. Ich glaube, gleich knallt er auf den Boden. Das geht noch weiter. Echt jetzt? Ich habe das noch nie so weit gesehen. Er ist nicht mehr streichelbar, aber er findet den Versuch nett. Ich sehe dich nicht. Ich glaube, ich kann langsam aufhören. Ich mache noch so lange, bis er unten unter dem der Text- und Kampfbox rauskommt. Wenn das überhaupt geht. Noch maximal zwei weitere.
Ja. Tschüss. Jetzt ist er wieder normal. Das war ein toller Kampf. Oh, der Schneemann. Hello, I am a snowman. I want to see the world, but I cannot move. If you would be so kind, traveler, please take a piece of me and bring it very far away. Jo. Jetzt habe ich einen Schneemann-Teil. Ich glaube, ich werde das nicht bis zum Ende mitnehmen. Ich kann es versuchen, aber es wird nicht klappen. Wenn man das bis zum Ende des neutralen Runs mitnimmt, bekommt man den tollen Satz, du hast einen Schneemann glücklich gemacht, zu hören. Oh, nächstes Rätsel. You're so lazy! You are napping all night! I think that's called sleeping. Excuse it! Ah, der Pirate legt sich gerade auf, dass Sans faul ist, weil er macht jede Nacht Nickerchen. Sans hat ihm jetzt erklärt, dass das Schlafen heißt. Oho, the human arrives! In order to stop you, my brother and I have created some puzzles. I think you will find this one quite shocking. For you see, this is the invisible electricity maze. When you touch the walls of this maze, this orb will administer a healthy zap. Sounds like fun, because the amount of fun you will probably is actually rather small, I think. Okay, you can go ahead now. Sehr gut! Sans, what did you do? The woman has to hold the orb. Oh, okay. Es ist ein schweres Rätsel, Leute. Hold this, please. Okay, try now. Wo muss ich nur lang? Incredible, you slippery snail. Ja, ich habe es aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund geschafft. You solved it so easily, too easily. However, the next puzzle will not be easy. It is designed by my brother Sans. You will surely be confounded. And now I am. Warum ist er jetzt rückwärts gegangen? Das war ein schweres Rätsel, Leute. My brother seems like he's having fun. But well, do you see that weird outfit he's wearing? We made that a few weeks ago for a costume party. He hasn't worn anything else since. Keeps calling it his battle buddy. Man, isn't my brother cool? Ja, Sans findet natürlich, sein Bruder ist der allercoolste mit seinem Kampfoutfit, das sich für eine Kostümparty vor ein paar Wochen entworfen haben. Und er ist dankbar, dass ich mitspiele. Ah ja, der Nice Cream Verkäufer. I don't understand why these aren't selling. It's the perfect weather for something cold. Ja Leute, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, der Typ verkauft Eis. Eiscreme, genauer gesagt, Nice Cream. A customer! Hello, would you like some Nice Cream? It's the frozen fruit that warms your heart. Just 15 Gold. Ja, ich nehme was mit. Ich nehme noch eins, wenn es geht. Sehr schön. Inzwischen habe ich auch wenigstens ein bisschen Geld. Oh, ich weiß genau, was das ist. Sehr gut getroffen. Das bringt mir exakt nichts, das zu schaffen. Aber... Hey. Als ob der einfach despawned. Ich dachte, der wird nur kleiner, wenn man ihn berührt. Ihr habt schon da unten das Loch gesehen. Da muss der Schneeball rein. Oh Gott. Und der kann nur auf der blauen Fläche hier rutschen. Und ich kann's nicht. Jawohl. Man bekommt diese Flagge als Belohnung. Und hier ist... It looks like a snowball. Actually, it's a snow... was auch immer.
Da oben stand schon wieder Sans, wie man gesehen hat. Hey, was geht? I've been thinking about selling Street Food. I want some friends now. It's just 5G. Yeah, say 5G, I mean 50G. Really? How about 5,000? 50,000, that's my final offer. You don't have the money? That's okay. I don't have any snow. Ja. Sehr gut! Er hat keinen Schnee, der ist ja auch schwer zu bekommen. Ich glaube, man sollte erstmal hier unten lang, weil oben geht's weiter mit... Oh. Es geht unten weiter mit dem Puzzles. Sans ist ganz schön schnell. Smell Danger Rating. Snow Smell, Snowman. White Rating can become Yellow Rating. Unsuspicious Smell, Puppy. Oh Gott, Mann, das muss ich mir irgendwie mehr... Smell of Rolling Around. Das wird für einen Kampf später wichtig. Da stand ja gerade, da sind Gegner, die erkennen einen am Geruch. Und da kann man dann rumrollen, weil dann riecht man nach Welpe. Human, I hope you're ready for... Sans, where's the puzzle? It's right here, on the ground. Trust me, there's no way they can pass this one. Ja, da auf dem Boden ist Sans Rätsel. Das Monster Kids Word Search. Oh Gott. Ich versuch's mal. Also mein Lieblingswort hier ist natürlich glasklar. Oh, ich hab's gefunden, da in der oberen Reihe, vom Anfang bis zum Ende. Ich bin gut im Wörtersuchen. Ja. Sans, that didn't do anything! I knew I should have used today's crossword instead. What? Crossword? I can't believe you said that! In my opinion, Junior Jumble is easily the hardest. Not really good. That easy peasy word scramble, that's for baby boats. Unbelievable! Human, solve this dispute! Oh, Wörtersuche oder Kreuzworträtsel? Da muss ich aber echt sagen, Kreuzworträtsel sind schwerer. You two are weird! Crosswords are so easy! The same solution every time, I just fill all boxes with the letter Z! Because every time I look at a crossword, all I can do is snore! Sehr sympathischer Dude. Iris finds difficulty in interesting places. Yesterday he got stumped trying to solve the horoscope. Ja, Papyrus ist ein bisschen merkwürdig. Gestern hat er versucht, sein Horoskop zu lösen. Oh ja, nice. Vielleicht wird irgendwann die Maus in dem Loch da hinten einen Weg finden, an die Spaghetti zu kommen. Es erfüllt mich mit Entschlossenheit. Das ist eine Notiz von Papyrus. Human, please enjoy this spaghetti! And little do you know, this spaghetti is a trap designed to entice you. You'll be so busy eating it that you won't realize that you aren't progressing. Yet again by the great Papyrus. Papyrus. Vor allem schreibt man seine Lache mit auf ein Blatt. Und er hat gerade genau geschildert, dass ich natürlich nicht weiß, dass diese Spaghetti eine Falle sind, denn ich werde nicht vorankommen, solange ich sie esse. It's a plate of frozen spaghetti. It's so cold, it's stuck to the table. Yay, ich kann die Spaghetti nicht essen, sie kleben am Tisch. Und eine nicht angeschlossene Mikrowelle. Jede Einstellung sagt Spaghetti. Aha. Hier sind lauter Schneehaufen. An Encounter. Och nee, nicht Jerry. Bei Jerry kann man nur Ditch. Yeah, the other monster ditched Jerry when he looked away.
Jerry wird von allen gemobbt. Alle feiern, dass er weg ist. Und jetzt ignoriere ich ihn wieder. Hallo, mein Buch ist der coolste. Ja. Ich will für dich weiterhin. Ey Mann! Ich muss mich halt nicht bewegen. Return of Jerry. Oh gut. Keiner mag Jerry. Während die Abermonsters, wir mobben ihn wieder, er ist weggegangen. Und hier findet man einen Hinweis. Da oben im Schnee ist irgendwo ein Schalter. Ich glaube, there's a switch hidden in the snow. Ja, genau der wurde mir gerade angezeigt. Und damit sind die Stacheln, die da unten waren, jetzt weg. Die hier. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Der erwähnte Kampf. What's that smell? Where's that smell? If you are a smell, identify your smell. Okay. Yes, that weird smell. It makes me want to eliminate. Eliminate you! Das ist ein Hundepaar. Roll around. You smell like a weird puppy. Oh Gott, bin ich gut im Dodgen. Sagt nichts gegen meine Skills. Dogami und Doggerassa weiter ruhen wollen. Ich riech nach einem. Ich riech jetzt nach einem Welpen. Aua. Er riecht an mir nochmal. Jetzt riech ich normal. Bin ich ein Welpe? Ja! Bitte auch nochmal. Warum greift er mich noch an, wenn ich ein Welpe bin? Aua. Ich kann aber noch nicht. Oh. Jetzt hier unten noch ein Platz. Okay, ich habe mich deutlich besser eingefunden. Ah, sehr gut, ich habe gewonnen. Ja, der Kampf lief auch echt nicht schlecht, muss ich sagen. Dogs Camp at Avadogs, a new world house has opened for us. Thanks, weird puppy. Und ich würde sagen, was ist hier unten? An dieser Stelle reicht's für diese Folge Undertale. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.